Unser Kinotipp von heute kommt aus Ravensburg. Nicht nur, dass der Kurzfilm hier spielt, auch die Hauptdarsteller und der Regisseur kommen aus dem Städtchen und sind allesamt unter 30 Jahre alt. Backstage ist nicht ihr erster Film, aber ihr erster, mit dem sie sich auf Hollywood-Niveau versuchen. Mit sehr hoher Bildqualität und Witz verarbeiten die Macher in Backstage ihre Erfahrungen in der Medien- und Filmwelt. Die Premiere ist morgen in Ravensburg. Die Vorschau, die sehen Sie heute schon bei uns. Wenn unterschiedliche Bildungsschichten aus verschiedenen Kulturen aufeinanderprallen, sind Reibereien vorprogrammiert. So auch im Kurzfilm Backstage. Hierin bemüht sich der Intellektuelle vergeblich um Perfektion und Ansehen, während dem einfach gestrickten Lebemann beim Nasebohren alles zufliegt. Es geht darum, der Kunstregisseur Michael Hause möchte einen Umweltwerbespot drehen. Und vertraglich ist Micky Kowalski, ein Actiondarsteller, dazu verpflichtet, den zu drehen. Und der muss darin einen Monolog halten. Das Problem ist nur, dass er weder lesen noch schreiben kann. Und deswegen versucht er sich jetzt so geschickt wie möglich aus der ganzen Sache rauszuwinden. Weiß übrigens einer von euch, was ein Monolog ist? Alter, die meinen das schon ziemlich ernst mit diesem Spot. Scheiß auf den Spot. Wir haben ein anderes Problem. Dieser Hase von vorhin. Das war kein Hase. Fuffi! Hat jemand meinen Hund Fuffi gesehen? Du weißt, was ich meine. Ja, ich geh mal das Drehbuch durchlesen. Du, was du tun musst. Wir sind Teil dieser Umwelt, sind mitten darin in dieser. Also der Film ist sehr publikumsorientiert. Wir haben ihn so gedreht, dass man einfach Spaß hat bei dem Film und dass man ihn sich auch öfters anschauen möchte. Deswegen ist von Anfang an nicht hundertprozentig klar, worum es in dem Film geht. Und erst gegen Ende des Filmes wird einem klar, worauf das Ganze hinausläuft. Micky, stimmt das, dass Sie eben erst im Gefängnis saßen? Im Gefängnis? Mhm. Ja, weißt du, im Gefängnis wird man blass. Sieht blass aus. Der 30-minütige Film wurde in 10 Tagen gedreht und entstand an Spielorten in der Stadt Ravensburg. Backstage ist ein Kompromiss zwischen Action und Satire, der Realität der Medienwelt und Hollywood. Im Endeffekt haben wir ein gutes Produkt auf die Beine gestellt mit minimalen Möglichkeiten. Also man darf das nicht vorstellen, dass da jetzt wirklich Millionen oder sowas oder ich will es noch nicht übertreiben, oder Tausende von Euros reingeflossen sind oder was auch immer anderen Bereichen da reinfließt. Wir haben alles selber eigenfinanziert, Eigenkapital, plus natürlich unsere Partner und anderen Sponsoren, die uns dann natürlich hier tatkräftig unterstützt haben. Jetzt hier, schau, das ist ein richtiger Schalter. S bedeutet Selbstschutz, F bedeutet Friedensmission. Heute sind wir auf Friedensmission unterwegs, also wir machen das Ding mal auf F. Und jetzt halt das wie ein Mann, verdammt nochmal, okay? Halt das wie ein Mann. Komm. Ganz locker bleiben, Jungs. Ganz locker bleiben. Ja, natürlich, klar. So, für einen 9 mm brauchst du auf jeden Fall einen verdammt guten Anwalt. Wir müssen reden. Okay. Die Premiere von Backstage ist am 25.11. im Club Kantine in Ravensburg. Außerdem gibt's musikalische Live-Acts und eine große Party mit den Darstellern. Ja, schon.